Mein Name ist Tiziana Pirelli, ich bin 22 Jahre alt und studiere Kommunikation an der ZHW mit der Vertiefung Journalismus. Aktuell bin ich gerade im Praktikum bei SRF News. Es ist für mich eigentlich immer ein Traum gewesen, beim SRF zu arbeiten. Einerseits als Kindheitstraum und andererseits auch, weil der SRF für mich für Qualitätsjournalismus steht. In der Social Media und Community Redaktion von SRF News tun wir Newsinhalte auf dem Social Kanal von SRF News texten, publizieren, gestalten und distribuieren. Außerdem sind wir eigentlich das Zwischenstück zwischen der Community und SRF News und gehen auf Fragen ein von der Community, die Fragen recherchieren und in Debatten moderieren und auf Inputs von der Community eingehen. An einem normalen Arbeitsalltag im Praktikum als Social-Produzentin bin ich eigentlich für den Output verantwortlich. Denn eingeschlossen ist zum Beispiel die Produktion, also das Texten und das Gestalten von Texttafeln auf Social und das Gestalten und Schreiben von Sliders und Instagram-Stories. Und das mache ich besonders gerne, weil man hier auch ganz viel kreativen Spielraum hat in der Gestaltung und in der Umsetzung, im Aufbau und das Texten von diesen Beiträgen macht mir sehr, sehr viel Freude. Außerdem sind wir für den Output auf Twitter verantwortlich und die Videos einplanen, die von der Videoredaktion bereitgestellt werden. Ich habe mir das Berufsleben im Journalismus eigentlich genau vorgestellt, wie ich es jetzt hier auch erlebe. Was ich mir jedoch anders vorgestellt habe, ist die ganze Handhabung. Das habe ich mir irgendwie aus dem Bild, das man von einem Newsroom hat, viel hektischer vorgestellt. Das ist jedoch gar nicht so. Also klar ist es amigs stressig, weil viel passiert im Newsbusiness. Aber es ist nicht so hektisch, wie ich es mir vorgestellt habe, weil wir auch viel Wert auf Qualität legen und daher die Sachen lieber gut gemacht sein, als dass sie schnell gemacht sind. Ganz nach dem Motto «Be first, but be right first». Ich schätze besonders an der Möglichkeit, ein Praktikum zu machen im Studium, dass man all das, was man lernt, direkt auch an der realen Berufswelt kann erleben und auch umsetzen. Wir bekommen sehr viele Infos mit, auch direkt von der Berufspraxis, von unseren DozentInnen. Und dann ist es auch mega schön, wirklich zu sehen, wie es auch wirklich ist, wenn man selber dabei ist und wie man sich selber im ganzen Newsbusiness einbringen kann.